Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren. Episode Nummer 25, lieber Defner, und die Märkte zeigen sich launenhaft, wie das Wetter. Es stürmt und es regnet. Es ist jetzt wirklich Herbst geworden, auch an den Märkten. Und der DAX notiert mittlerweile 17% unter seinem Hoch von Januar. Und das ist fast schon ein Bärenmarkt. Ja, seit Jahresbeginn sind es 12%. Das ist alles nicht erfreulich und das ist alles andere als eine Herbstrallye, muss man ganz ehrlich sagen. Und weißt du, was für mich der deutlichste Hinweis darauf ist, dass der Bullenmarkt jetzt endgültig vorbei ist, dass meine Zeit anbricht? Die Aktie von BlackRock, das ist ja der größte Anlageverwalter mit 6,4 Billionen Dollar Anlagevolumen, hat jetzt 30% eingebüßt und alleine im letzten Monat 20%. Und wenn diese Aktie, die ja wirklich sozusagen sieht, was an den Märkten los ist, wenn die selbst so viel verliert und im Bärenmarkt ist, dann ist es natürlich vorbei. Ist natürlich ein Hebel auf den Gesamtmarkt, ist ja auch ganz klar. Aber man muss sagen, wir haben ja die vielfach besprochenen Faktoren, die die Märkte momentan drücken. Und das ist einfach eine ganz, ganz lange Liste von Damoklesschwertern und Belastungsmomenten. Und ja, vielleicht gilt ja diesmal, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nicht mehr weit. Denn momentan werden ja wirklich diese Negativszenarien eingepreist. Der Handelsstreit, der eskaliert, die Schuldenkrise zwischen Rom und Brüssel, die eskaliert. Dann kommt auch noch Saudi-Arabien als neues Belastungsmoment dazu. Die Brexit-Verhandlungen, die nicht vorankommen. Also viele Szenarien, die momentan sozusagen von der negativen Sicht aus eingepreist werden. Und ich würde mal sagen, da gibt es jetzt einfach auch viele Überraschungsmomente, positive Überraschungsmomente. Soll ich dir was sagen, was du aber nicht vergessen hast, welches Momentum? Die ganzen Unternehmen, die ganz negativ berichten, die nicht mehr so mit ihren Gewinnen glänzen können. Und dann ist nämlich nicht nur so ein Sentimentgefühl, dass die politische Stimmung ist schlecht, sondern wenn wirklich die Gewinne nicht mehr so kommen, wie das erwartet ist, dann haben die Märkte wirklich ein Problem. Und deswegen müssen wir auch über die Gewinne heute reden. Darüber sollten wir reden, das diskutieren wir dann noch aus. Aber ich muss sagen, natürlich, ich habe letztes Mal von der Wetterredaktion erzählt, die mittlerweile in ETFs engagiert sind. Ja, der Kollege Georgios und die Kollegin Susanne Schöne, unsere Wetterfee, ganz neu dabei, die meinte heute Morgen gab es also ganz große Augen. Und heute ist ja an diesem Dienstag der DAX richtig in die Tiefe gerasselt auf zwei Jahrestiefstände bei 11.000 knapp 200 Punkten nur noch. Und da gab es, wie gesagt, in der Wetterredaktion große Augen. Und Frau Schöne meinte, so viel Geld hätte sie ja noch nie mit Schuhen verloren, wie sie jetzt bei ihren ETS verloren hat. Aber da muss man einfach sagen, Geduld. Eigentlich ist es ein guter Einstiegszeitpunkt und man macht das Ganze ja auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren. Und dann vergisst man solche kleinen Wehen. Und ich sage ja auch immer, man kann auch gar nicht dankbar genug sein über Anfangsverluste. Das lässt einen dann doch demütig bleiben, weil wenn man am Anfang zu schnell Geld macht an der Börse, wird man übermütig, geht über große Risiken ein und das könnte sich dann irgendwann mal rechnen. Aber wenn du früh sein Lehrgeld bezahlt, eins auf die Fresse kriegst, dann magst du möglicherweise dich von der Börse abwenden und sagen, das ist was für Spekulanten. Also, das sollte man nicht tun, weil das ist, aber es ist natürlich schwierig momentan, das ist keine Frage und es ist demotivierend und schöner ist, wenn es umgeht. Aber wie gesagt, Lehrgeld muss man halt überall bezahlen, auch an der Börse, das gehört aber leider dazu. Weißt du, warum BlackRock auch gefallen ist? Es hat mit den ETFs zu tun, diesem Wunderprodukt, was wir auch hier jede Woche eigentlich beschreiben als das Anlageprodukt für den Privatanleger. Aber wir sagen auch nicht, dass es ein Wunderprodukt ist. Ne? Doch, also ich finde, es ist schon ein Wunderprodukt, das muss ich schon sagen. Es ist ein relativ gutes Produkt, aber Wunder gibt es nirgends, auch nicht an der Börse. Gut. Wir wollen nicht immer solche Begriffe, das ist unseriös. Ja? Ich finde Wunder deshalb, weil du mit einem kleinen Betrag die ganze Welt, einen Anteil in der ganzen Welt haben kannst. Und das finde ich schon ein relativ... Wenn das für dich ein Wunder ist. Das ist für mich schon ein Wunder, wie man das kann. Und insofern ist es für mich ein Wunderpunkt. Aber
Jetzt mittlerweile ist es so, dass die ETFs so erfolgreich geworden sind, dass sie möglicherweise auch zum Risiko für die Märkte werden. Da hat die Bundesbank ja im aktuellen Monatsbericht gewarnt und hat geschrieben, dass gerade in Marktstresssituationen führten die ETFs dazu, dass diese Abwärtsbewegungen durch die ETFs, diese Trends noch verstärkt worden sind. Und was die Bundesbank sehr schön in ihrem Bericht schreibt, also wer mal wissen will, wie ETFs wirklich funktionieren, das ist ja nicht so, dass man direkt mit dem Anteilseigner, also mit BlackRock oder mit Luxor oder mit wem auch immer in Kontakt kommen, sondern da gibt es solche Zwischenhändler. Wie das genau funktioniert, kann man im Bundesbankbericht nachlesen. Da kann man sich am Wochenende mal, wenn es kalt ist draußen und hässlich, legt man sich mal gemütlich aufs Sofa und macht sich einen Tee und druckt sich den Bundesbank-Monatsbericht aus. Ich gebe zu, es ist nicht so schön in Prosa geschrieben. So schön. Vielleicht machen wir ein Hörbuch draus, so einen kleinen Podcast-Sonderausgabe. Ja, also ich gebe zu, es ist etwas technisch. Es ist etwas technisch geschrieben, aber man sieht ein schönes... Oktober. Ja, über Bullen, über... Und da lernst du beispielsweise, wie das funktioniert. Und, und du darfst nicht vergessen, was der Unterschied zwischen ETFs und aktiven Fonds ist. Bei aktiven Fonds, wenn da jemand verkaufen will, dann ruft er meistens seinen Fondsmanager vorher an und sagt, ich brauche 10 Millionen. Und dann kann der aktive Fondsmanager nämlich versuchen, das Markt schon zu machen. Bei ETFs kannst du niemanden anrufen, sondern verkaufst einfach deine 10 Millionen und dann wird das einfach knallhart im Markt verklappt. Und deswegen geht es dann nach unten. Und das ist wirklich ein Risiko. Aber natürlich werden jetzt die ETFs als erstes verkauft, weil sie ja auch am leichtesten zu handeln sind. Das haben wir ja schon oft besprochen, weil sie auch die geringsten Kauf- und Verkaufsgebühren haben. Da kann man schnell raus und auch schnell wieder rein, wenn es sein muss. Und viele institutionelle Anleger nehmen das natürlich für ihre Kunden, ETFs. Und dann trennen die sich sehr schnell. Und das ist natürlich ein Punkt. Gäbe es keine ETFs, würde halt was anderes verkauft. Dann würden halt die anderen Positionen verkauft. Aber man verkauft natürlich immer das, was am einfachsten zu verkaufen ist. Deswegen übrigens geht es auch mit dem DAX immer viel schneller und steiler bergab als mit der Wall Street oft, weil gerade ausländische Investoren verkaufen dann eher den DAX, da kommen sie schneller und leichter raus als an der heimischen Börse. Und nachdem der DAX ja mittlerweile zu einem ganz, ganz großen Teil in ausländischen Händen ist, wird da immer mehr verkauft. Wenn die Deutschen mehr DAX-Aktien halten würden, könnten sie die auch leichter, länger aushalten und der DAX wäre vielleicht nicht so sozusagen volatil. Aber ich erinnere mich an den Crash 1987, da hat der Dow Jones an einem Tag 27% verloren. Da gab es auch noch keine ETFs im großen Stil und trotzdem ist der Markt eingebrochen. Also der Markt findet immer, die Flut findet immer ihren Weg. Ja? Und wenn der Damm bricht, dann wird verkauft. Egal welches Instrument dann verkauft wird, dann muss man nicht sagen, ETFs sind nicht schuld daran, dass der DAX einbricht, sondern wenn Investoren aus welchen Gründen auch immer verkaufen wollen, finden sie einen Weg zu verkaufen. Aber es gibt halt häufigere Markteinbrüche, das muss man schon sagen. Solche Flash-Crashs, wo es mal am Tag richtig runtergeht, das gibt es häufiger aber als früher. Aber das liegt dann eben auch noch an den Algorithmen, die das verstärken und so weiter. Mag ja sein, aber es gibt tolle Trades. Nur, wir müssen vielleicht unseren Menschen sagen, die jetzt auch in ETFs einsteigen, das Produkt ist kein böses Produkt, das bleibt für uns weiter ein Wunderprodukt und wer langfristig investiert ist, dem ist es ja egal, ob es jetzt mal runtergeht, der bleibt dabei und hofft, dass er, weiß ich nicht, in 10 Jahren reicher ist und mit einiger Wahrscheinlichkeit würde das auch sein, genau. Selbst ich als und man muss dem Anleger auch nochmal sagen, der in ETFs investiert, dass natürlich nicht nur sein ETF dann verliert, auch wenn es sozusagen, wer auch immer dann die Turbulenzen verstärkt, sondern dass ja der ganze Markt dann verliert und dann eben auch die aktiv gemanagten Fonds verlieren ja genauso, die kommen genauso unter Wasser. Also da ist es nicht so, dass man dann jetzt mit ETFs dann einen Nachteil hat, wenn die Börse insgesamt ins Taumeln kommt. Und wie gesagt, die Vorteile der ETFs, die wir in unserem Spezial auch genannt hatten, die bleiben weiter. Erhalten. Aber wir kriegen ja immer wieder viele Fragen zu ETFs. Ne? Und deswegen haben wir uns überlegt, in der kommenden Woche mal ein sogenanntes Explainathon. Das klingt jetzt sehr hip. Können auch Q&A sagen oder sowas. Ja, also Questions und Answers. Ja. Oder wir wollen einfach mal eure oder ihre Fragen beantworten. Wir kriegen relativ viele per Mail, per Twitter, per Instagram, wo auch immer. Und das soll auch weiter so, soll auch so sein. Und wir wollen mal eine Sendung uns einfach nur allen Fragen widmen. Genau, und deswegen würden wir jetzt greifen, mal aufrufen. Genau, wir greifen erstmal die Fragen auf, die schon gestellt wurden so in der Vergangenheit. Wie gesagt, die gucken wir uns ja in der Regel immer an und wir können sie aber nicht direkt häufig beantworten. Wir sind natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wir sind keine Anlageberater. Also wenn immer ganz konkret gefragt wird, welche Wertpapierkennnummer soll man kaufen, sowas können wir nicht leisten. Da muss man dann schon notfalls sich einen Anlageberater holen. Aber wir können so allgemeine Tipps geben, auch wie man dann die richtigen Produkte findet. Also einfach mal drauf losfragen und wir beantworten nach bestem Wissen und Gewissen diese Fragen und wie gesagt, auf allen Kanälen, die wir hier sozusagen auch immer wieder genannt haben, können Sie uns die Fragen stellen, zum Beispiel unsere Mailadresse
Wirtschaftspodcast@welt.de. Sehr schön, danke dir. Ja. Das ist. Dann haben wir natürlich unsere Instagram-Accounts, unsere persönlichen, wo Sie uns fragen können. Wir dachten auch, bei Twitter kann man auch Fragen stellen. Da hätten wir gerne den Hashtag dazu genannt. Defne und Chapitz Hashtag. Ist jetzt nicht so einfach, aber das Schöne ist, man findet dann auch alles. Und dann können Sie nämlich auch sehen, was die anderen Leute gefragt haben, was Sie nicht mehr selbst fragen müssen. Also Defne und Chapitz, der Hashtag, unter dem können Sie uns auch schreiben. An meine wunderbare Adresse, ja. @Schuldensühner. Holger ist ja der erfolgreichste Wirtschafts-Influencer bei Twitter. 65.000 Follower mittlerweile. Nein, es sind 66.000 mittlerweile. Gut. Oh, ja. 66. And still rising. Rising, ja. Unaufhörlich. Ja. Aber bei Instagram bin ich Gott sei Dank noch vorne, ist wenigstens vorne. Eine Wette, die für mich läuft. Ja, also ich bin auch dankbar weiter für Unterstützung hier, weil sonst sieht es ja schlechter aus. Bei den. Aber Gold bist du auch noch von, obwohl Gold, selbst die Stimmung ist so schlecht, dass selbst Gold wieder steigt. Das muss ein man bisschen, wirklich sagen. Aber immer noch unter meiner Wette. Und Bitcoin kann auch nicht profitieren, wirklich sozusagen. Also all diese Pseudokrisenwährungen können auch von der Krise nicht profitieren. Gut. Ja, wir haben auch heute eben wieder zwei Themen, die wir diskutieren wollen, über die Unternehmensgewinne und Innovationsfähigkeit in Deutschland wäre auch so ein Thema, das ich nochmal anreißen möchte. Und da hat Dietmar ja Futter bekommen in der vergangenen Woche. Deutschland. Wir wollen noch nicht so viel verraten. Deutschland ist die innovativste Volkswirtschaft der Welt. Und wer sich kann fragt, keinen Cliffhanger machen. Doch, das ist doch. Jeder fragt sich doch, wie kann das sein? Ich bin hierher gefahren mit der S-Bahn und habe versucht, ein Ticket zu buchen und habe dann gleich zwei Tickets gebucht. Also ich habe mich gefragt, kann das sein? Das kann ja auch am Nutzer liegen. Möglicherweise. Aber irgendwie. Und ansonsten ich nehmen wir Zweifel. Heute übrigens Rücksicht auf den Kollegen Chapitz, denn er ist krank, er ist unter Medikamenteneinfluss. Also ich bin heute ganz zahm zu ihm. Das ist sehr nett. Gut. Ja. Also würde ich sagen, fängst du mit deinem Bullen an. Genau. Ich bin der Bulle und fange mit Bullen an. Eine Firma, die wir schon mal als Thema auch diskutiert hatten, die hast du damals angezählt. Netflix, ja. Hast du unter Beschuss genommen. Ich würde sie aus aktuellem Anlass nochmal zu einem Bullen der Woche küren. Und zwar konkret die Quartalszahl, die es in der letzten Woche gab. Und da ist Netflix wieder auf den Wachstumspfad, also auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt. Waren sie davon abgekommen? Sie waren im zweiten Quartal, gab es eine kleine Wachstumsschwäche mit enttäuschenden Wachstumszahlen, aber jetzt haben sie die Märkte und ihre eigenen Prognosen wieder getoppt. Sie haben nämlich im dritten Quartal knapp 7 Millionen neue Nutzer an Land gezogen. Die eigene Prognose lag bei 5 Millionen, die Analysten hatten 5,3 Millionen erwartet und sie haben jetzt insgesamt über 130 Millionen zahlende Kunden. Auch die anderen Zahlen haben die Erwartungen übertroffen, der Umsatz sprang um 34% nach oben und der Gewinn hat sich mit rund 400 Millionen Dollar mehr als verdreifacht als im Vergleich zu einem Jahr zuvor. Und Netflix konnte dann auch noch mit der Prognose punkten. Man will also im vierten Quartal, das natürlich das stärkste Quartal für Netflix ist, weil die Leute zu Hause sitzen und eben gucken und sich dann auch ein neues Abo holen. Da will man 9,4 Millionen Abonnenten weltweit dazu gewinnen. Das führte dann dazu, dass die Aktie ja kurzzeitig auch einen kräftigen Sprung hinlegte. Nachbörslich hat sie in der Spitze 15% gemacht und dann auch wieder mal meine Wettgrenze kurzzeitig touchiert. Ja. Na gut, jetzt ist natürlich der Gesamtmarkt wieder schwächer und so weiter. Aber also Netflix, es besteht Grund zur Hoffnung. Ja. Und übrigens, ich bin ja auch Netflix-User. In dem Zusammenhang wollte ich ja schon lange mal meine Lieblingsserie in diesem Jahr promoten. Wer sie noch nicht gesehen hat und bei Netflix ist Haus des Geldes, eine spanische Serie, meine sehr, Damen sehr und Herren, sehenswert. Defner. Nein, es ist wirklich eine spannende, es wäre auch für dich interessant, du bist ja ein großer Notenbankkritiker, auch darum geht es in dieser Serie, also da wird der perfekte Bankraub sozusagen geplant und die Crew um den Professor, die plant den Überfall auf die spanische Notendruckerei und sagt, ja, wir drucken uns einfach unser Geld selbst und durch diesen Überfall schaden wir auch niemanden, wir schöpfen einfach das Geld, wir machen es wie Banken und Notenbanken das machen, wir schöpfen Geld, also auch durchaus ein Geld theoretischer Ansatz mit drin, aber wunderbar. Sehr, sehr spannend. Wie viele Folgen muss ich dabei bleiben, damit das... Ich glaube, 10 oder sowas. 10 so Folgen? Es zieht sich schnell weg. Da kannst du mal jetzt hier in deiner Krankheitsphase dann hier mal reinziehen. Aber du weißt auch, was Netflix jetzt auch machen musste nach diesem wunderbaren Quartal. Eine neue Junk-Anleihe auflegen. 2 Milliarden müssen sie einnehmen, weil sie nämlich für ihre Kundenwachstum, ist nämlich relativ teuer, das Kundenwachstum, deswegen mussten sie es machen. Und die Schulden von Netflix sind jetzt bei 10 Milliarden
Dollar. Und vielleicht sollte man den Leuten noch kurz sagen, was eine Junk-Anleihe ist. Also es gibt ja Bonitäts- oder Ratingagenturen, die die Bonität für ein Unternehmen vergeben. Und dann gibt es den Investmentbereich und den Junk-Bereich. Und Netflix ist leider im Junk-Bereich, weil es halt hoch verschuldet ist. Und jetzt 10 Milliarden Dollar Schulden. Und noch eine andere Statistik sollte dich stutzig machen, deine Wette zu gewinnen. Es gab nämlich mal die Überlegung, wie kann man Netflix bewerten? Und Gewinne machen die ja ewig nicht, deswegen kann man Moment, sie nicht an den Gewinn machen. 400 Millionen jetzt im Quartal. Gewinn? Ja. What? Ja. Die machen doch keinen Gewinn. Natürlich. Die machen Gewinn? Nein, ja. Die machen doch einen negativen Cashflow. Wie willst du aus einem negativen Cashflow einen Gewinn machen? Dietmar, vergiss. Hier steht Gewinn von 403 Millionen Dollar. Was? Ich habe jetzt hier keine... Ich weiß nicht, welcher Gewinn hier gemeint ist, ob es der Netto oder der... Na gut, wir werden das mal recherchieren. Aber ich sage auf jeden Fall, es gibt so eine schöne Größe, wo du einfach mal guckst, wie viel ist der Mitarbeiter bewertet? Und was glaubst du, was bei Netflix der Mitarbeiter bewertet ist? Die brauchen ja nicht so viele Mitarbeiter. 27 Millionen pro Mitarbeiter ist der Laden bewertet. Das ist höher als bei Facebook, das sind nämlich nur 18, das sind 18 Millionen. Oder Apple 9 Millionen. Oder BlackRock 5 Millionen. Und weißt du, JCPenney, das ist so eine Einzelhandelskette in Amerika, 565 ja, Dollar pro Mitarbeiter. Eine Einzelhandelskette hat ja auch ganz viele Mitarbeiter, die Sachen verkaufen müssen und ein Streamingdienst, der muss... 27 Millionen pro Mitarbeiter, sorry, das ist schon sehr hoch bewertet. Bulle und Bär diskutieren wir ja nicht. Jetzt fängst du hier wieder mit Debatten an. Ja, also, gut, das ist aber unser altes Thema. Ja, es ist unser altes Thema. Aber das sind Vergleiche mit mir schlimmer als Äpfel und Birnen. Also eine Einzelhandelskette mit einem Videodienst vergleichen. Ja, aber 27 Millionen pro Mitarbeiter, ist es nicht ein bisschen... Ich glaube, WhatsApp war noch teurer bewertet und hat das eingespielt. Ja, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, dann klappt's. Gut, so. Dann komme ich zu meinem Bullen. Und du musst ja die ganzen Schauspieler, das sind ja alles ausgelagerte sozusagen, die machen ja die Produktion, das machen ja alles ausgelagerte Menschen, die im Prinzip auch für Netflix arbeiten. Das eine Unternehmen hat die Leute halt fest angestellt, wie JCPenney, und Netflix beschäftigt natürlich ganz viele Menschen, Schauspieler, Regisseure weltweit, die eifrig produzieren. Also das muss und man bei der Rechnung... beschäftigt auch den Defner auf dem Sofa zu Hause. Ja, genau. Gut, wenn wir den mit reinrechnen, dann ist es billig. Gut, super. Komme ich zu meinem Bullen? Ja, bitte. Ich muss ja zugeben, ich habe lange gehadert mit meinem Bullen. Und das hat ja auch, du hast ja schon erwähnt, mit einer persönlichen Situation zu tun. Krank im Bett liegen mit so einem fiesen Antibiotikum, wo drauf stand im Beipackzettel. Oh. In seltenen Fällen kann es passieren, dass sie Gedanken daran entwickeln, sich selbst zu verletzen oder sich das Leben zu nehmen. Ups. Ja, du siehst, wenn man solche Medikamente nehmen gekommen. Muss, ich trotzdem hier, ich sitze hier mit dem Defner und schlage mich hier rum. Und das ist natürlich schwer, einen Bullen der Woche zu finden. Und da dachte ich erst, was könnte ich machen? Vielleicht mit der saudischen Investmentkonferenz. Da gab es ja diese Hacker, die diese Internetseite gehackt haben, wo dann statt der Investmentkonferenz und diesem wunderschönen dann drauf stand, dass sie den Journalisten umgebracht haben. Das fand ich ein ganz spannendes Sache, aber das hatte ich ja letzte Woche schon. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Bloomberg angeschmissen und geguckt, welche Aktie seit Oktober den Wirren am besten standgehalten hat. Und was wird es sein? Bin gespannt. Ja? Hast du eine Idee? Ja, schwierig. So spontan nicht. Eine es Goldmine? Gibt Aktien, die so, nein. Es gibt Aktien, die haben es geschafft, sogar ein Plus abzulegen. Das eine ist Linde, aber mit Linde kann ich nicht so viel anfangen. Ja, das die Fusion ist, jetzt, Prax Air Fusion, so ist jetzt durchgegangen. Das so war ein Sonderfaktor. Deswegen, und das zweite ist Deutsche Telekom. Deutsche Telekom. Die gute alte T-Aktie. Ja, siehst du. Und deswegen, wer lebt denn die alte T-Aktie noch? Sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Und sie kriegt einen Bullen von Sheffield. Ja, Wahnsinn. Ist nach all den Jahren unsere deutsche Volksaktie Nummer 1. T-Aktie. Vielleicht schafft sie jetzt die deutsche Aktienkultur wieder zurück. Sie notiert immer noch in der Nähe ihres Ausgabekurses von damals 28 D-Mark 50. Aber es gab ja immer reichlich Dividenden. Wer damals eingestiegen ist, habe ich gerade jetzt gelesen im Handelsblatt, 4% Rendite über all die Jahre gemacht. Das ist nicht so schlecht. Ja. Das ist mehr, als du mit Bundesanleihen. Wer natürlich beim Höchstkurs von über 100 eingestiegen ist, hat sich natürlich die Finger nachhaltig verbrannt und dann am besten wieder ausgestiegen ist unter 10 Euro und seinen Stop-Loss-Kurs gezogen hat. Ja. Ach gut, aber jetzt soll ich vielleicht noch kurz sagen, warum die Deutsche Telekom meinen Bullen bekommt. Trotz deiner depressiven Medikamente. Trotzdem. Also ich habe mir das dann näher angeguckt und gefragt, wie kann es sein, dass die Deutsche Telekom so gut dasteht? Und habe mir die Zahlen angeguckt und da gibt es wirklich eine der wenigen Unternehmen, die so eine stetige Aufwärtsentwicklung haben. Jetzt nicht so, weiß ich nicht, Gewinnsprünge von 50%, oder? Aber es geht stetig nach oben. Und wenn man mal guckt, warum ist es so? Es gibt wenig Konkurrenzdruck im Mobilfunk, also gerade in diesem Premium-Segment, wenn du in diesem Billigsegment bist, da kommen ja alle und sagen, hey, komm zu uns und du kriegst noch ein Handy dazu und noch irgendwas. Aber im Premium-Segment schaffen die es sogar pro Vertrag
2 Euro mehr jetzt rauszuholen aus den Leuten. Also das ist eine Sache, die positiv ist. Dann gibt es jetzt diesen neue 5G-Standard, der kommt. Und da gibt es einen ganz elementaren Vorteil für die Telekom. Früher war es ja immer so, wenn du was investiert hast, dann musstest du immer alle anderen auch sofort dran teilhaben lassen an deine Investition. Mhm. Also alle anderen Mobilfunkanbieter durften dann sofort über dein Netz mit telefonieren. Und jetzt scheint es so zu sein, dass der Regulierer in Deutschland sagt, nee, das wird als Investition so gewertet, dass ihr die erstmal alleine nutzen könnt. Und wenn du das natürlich kannst, kannst du natürlich viel mehr Gewinne machen. Also 5G ist ein großer Vorteil. Und die schaffen es sogar, den Breitbandausbau in Deutschland voranzubringen. Da gab es auch neue Zahlen, die gut waren, dass nämlich 2/3 aller Deutschen Ende 2019 so einen 250 Megabit pro Sekunde kriegen konnten und 95% der Deutschen sogar 100 Megabit pro Sekunde. Also es ist auch für Deutschland positiv. Und ist eins der wenigen Unternehmen, wo die Gewinnerwartung zuletzt angehoben worden im Vergleich zu den anderen. Das Thema haben wir ja später noch und auch das ist positiv. Und wenn ich meine privaten Sachen angucke, ich war ja früher bei Telekolumbus, das ist so ein Kabelanbieter, da war jede Woche Ausfall und irgendwas. Und irgendwann bin ich da gewechselt zur Telekom und das funktioniert seitdem wunderbar. Ja, selbst der Techniker kam damals. Der die Telekom lobt hier, ja, Wahnsinn. Es hat funktioniert. Und wenn du mir Telekolumbus anguckst, was damit passiert ist, oh, das ist eins der schlimmsten persönlichen Erfahrungen, was Internet anbetrifft, habe ich mit denen gemacht. Und insofern, mein Bulle der Woche. Und Deutsche Telekom. Und eine Dividendenrendite von 5%. Ja. Das kommt noch oben drauf. Ja, da muss man sagen, das ist wirklich sehr ordentlich. Auch dank natürlich, hast du noch vergessen, die hochprofitable US-Tochter T-Mobile US, ne, die ja auch eine begehrte Braut ist, immer wieder umworben. Bisher haben sie es noch nicht hingekriegt, die irgendwie zu fusionieren wegen den Regulatoren. Aber es sind ja auch immer noch Gespräche im Gange. Also da kann auch immer noch mal ein bisschen Musik zusätzlich kommt drin sein. Der Bulle Defner, der haut auch noch mit drauf. Super. Also haben wir, du wirst jetzt nicht erwarten, dass ich hier bärische Töne von mir gebe, wenn du schon mal eine Aktie lobst. 5% Dividendenrendite, das ist echt nicht so schlecht. Ja. Super. Und wie gesagt, wer von Anfang an dabei ist, hat da stetig immer seine 4%. Ja, das kein schmeißt Grund, er gleich ein Glas Wasser umzuschmeißen. Okay. Auch so ein kleiner Running Gag hier im Podcast. Okay, jetzt haben wir nach meinem Bullen, kommen wir zu deinem Bären. Ja, ich habe einen Bären und das ist auch ein Anlagevehikel. Es ist die Containerfirma P&R, die betrug mutmaßlich Container, Schiffscontainer. Ach, Schiffscontainer, musst du dazu sagen. Ja, das ist vielleicht so ein Abfallcontainer, der bei uns immer vor der Tür steht, nicht. Oh. Die heißen Mülltonnen, ja. Ja, oder Müllcontainer. Okay, Schiffscontainer. Schiffscontainer. Ja, es wird im folgenden Container genannt. Ja. Danke. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, diese Containerfirma betrog mutmaßlich 10.000 Anleger. Das ist einer der größten Firmen von Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland. Wahrscheinlich der zweitgrößte. Da hat in der letzten Woche jetzt sozusagen das Insolvenzverfahren begonnen. 2.500 Gläubiger sind persönlich in der Olympiahalle in München erschienen und weitere 7.700, die lassen sich durch Anwälte vertreten. Allein diese über 10.000 Anleger fordern schon mal 1 Milliarde Euro zurück, aber sie werden wahrscheinlich so schnell kein Geld sehen, denn wie immer bei so einer Pleite ist dann auch nicht mehr viel übrig. Insgesamt könnte der Schaden bis zu 2 Milliarden Euro groß sein. Was hat diese Firma gemacht? Sie hat Schiffscontainer an Privatanleger verkauft aus dem Millionärsvorort Grünwald in München raus und angesprungen sind meistens Rentner und Pensionäre, also entsprechend sind die Geschädigten, die nochmal ihre Altersvorsorge aufbessern wollten und das Geschäftsmodell war dann so, dass man versprochen hat, Container zu vermieten und auch eine Rückkaufgarantie nach 5 Jahren gegeben hat. Insgesamt waren es 54.000 Anleger, die rund 3,5 Milliarden Euro investiert haben. Aber ein Großteil des Geschäfts war bloßer Schein, also richtige Milliardenluftnummer. Es gab nur 630.000 real existierende Container. Und daneben wurden dann eben nochmal mehr als 1 Million Container verkauft, die es gar nicht gab. Und es wurde auch dann an die Anleger immer mehr Geld ausgezahlt, als die Containervermietung tatsächlich einbrachte. Und dieses Schneeballsystem. Genau, Schneeballsystem. Pyramidenmodell, wie auch immer man es bezeichnen mag. Und es ist so typisch für eben den grauen Kapitalmarkt. Leider gibt es eben solche Schneeballsysteme, immer wieder solche Betrugsfälle. Und es gibt immer wieder leider Anleger und deswegen mein Bär der Woche, auch für die Anleger, die darauf reingefallen sind, weil man schon auch Warnsignale bei solchen Anlageformen erkennen kann. Es gibt, wie gesagt, in allen Bereichen solche Anlagen. Da wird immer in tollen Hochglanzprospekten irgendwas versprochen, meistens
eine sehr hohe garantierte Rendite, irgendwas um die 8%. Wo vielleicht noch ein Steuervorteil? Ja, und Steuervorteil. Ja, Steuervorteil, da ganz wichtig. Los. Das weil besonders. Beim Steuervorteil, da setzt beim Deutschen nämlich das Hirn aus. Ja? Ich glaube, das haben schon die Hirnforscher auch nachgewiesen. Hört das Steuersparmodell, dann da setzt jede Kritik aus. Der Steuerspartrieb ist heftiger als der Sexualtrieb, habe ich mal gelesen beim Deutschen. Es soll so sein. Ja, ist offenbar so, ja. Vor allem bei Renten über 70, ja. Und nein, aber das setzt wirklich was aus, so ein normales Risikoaversion. Das sind ja die Leute, die immer sagen, oh Gott, Aktien sind Teufelszeug, viel zu riskant, fasse ich nicht an. Aber wenn einer kommt und sagt, du kriegst hier 8% garantiert und hast noch einen Steuervorteil. Ja, gut, als Rentner und ist es auch schwer. Nach 5 Jahren kriegst du dein Geld zurück. Es du kannst gleich die Rentner verteidigen, ja, aber erstmal nochmal ganz kurz, dieser graue Kapitalmarkt lockt halt mit diesen gleichen Versprechungen immer wieder in allen möglichen Bereichen, ob es nun, was weiß ich, Schiffscontainer sind oder Schiffe auch, die da verliest wurden, oft Teakholzplantagen, Windräder und dergleichen wird immer wieder über geschlossene Fonds vertickt mit hohen Versprechungen und Steuervorteilen und diese Vorteile werden dann oft eben nicht eingehalten und im besten Fall ist es dann nur ein schlechtes Geschäft, schlechter als versprochen, im schlechtesten Fall ist das Geld komplett weg, weil es ein offensichtlicher Betrug war, wie in diesem Fall. So, jetzt die Verteidigung der Rentner. Nein, ich muss sagen, als Rentner hast du es halt wirklich schwer, ja, weil du ja nicht einfach in riskante Anlagen investieren kannst, weil du nicht mehr so lange, nicht ist mehr richtig. Weißt, wie lange du lebst. Ja. Aber wie man das lösen kann, man kann ja einen Teil sicher anlegen und nur einen Teil in risikobehafteten Aktien und dann hat man, dann kann man sein Geld so streuen und kann trotzdem noch ein bisschen an den Aktienmarkt gehen. Ja, weil Rennen natürlich eine regelmäßige Auszahlung da auch wollen. Und da sind natürlich eigentlich die gute Dividendenwerte, wie jetzt die Deutsche Telekom, vielleicht kein Fehler. Kann man Dividendenfonds beispielsweise machen? Ja, und man kann auch Dividendenfonds machen, wie sie aus. Natürlich sind diese dann auch den Schwankungen der Aktienmärkte unterworfen und haben Risiken. Aber die Ausschüttungen sind meistens relativ stabil. Und eins, glaube ich, muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Jeder, der heutzutage Renditen über, ich glaube, eigentlich muss man schon sagen, 1% verspricht. Ja. Sichere Renditen über 1%. Sichere Renditen da über 1% verspricht, der ist eigentlich ein Lügner, weil es gibt eben keine Sicherheit. Man kann sagen, okay, du kannst dein Geld irgendwo sicher bei 0% parken auf dem Tagesgeld, aber dann hast du einen sicheren Wertverlust von Geldwertverlust bei einer Inflation von 2,3% momentan. Das ist das einzig Sichere, was man kriegt. Alles andere ist mit Risiko behaftet und dann sollte man als Anleger einfach auch wirklich genau abwägen, prüfen, auch wenn der Prospekt so toll ist und die Rechnung so toll ist und man eigentlich das Gefühl hat, da kann man gar nichts verkehrt machen, aber sichere 8% gibt es einfach nirgends. Auch eben nicht beim ETF-Sparplan, das sind wirklich auch immer, wenn wir immer sagen, man kann erwarten 8%, aber das ist nicht garantiert, muss man immer dazu sagen, sondern es sind einfach Erträge aus der Vergangenheit, Erfahrungswerte, so die man in die Zukunft hochrechnet, ja, und es kann mehr oder weniger werden, das ist ganz klar, aber in der Regel über sehr lange Zeiträume hat sich das dann immer wieder so ergeben. Das dazu. Mein Bär ist auch ein Anlageprodukt. Okay. Jetzt nicht ganz so fies wie dein Anlageprodukt. Es geht bei mir nicht um Container, es geht bei mir um ein Produkt der Deutschen Bank. Also die Deutsche Bank bekommt von mir mal wieder einen Bären. Die können die nächste Werbung damit machen, die meisten Bären die vom Chapitz bekommen. Die Bank mit den meisten Bären. Die zeigen Bären. Dann ihr Regal, ihre Glasvitrine und da stehen dann so 20 Bären des Jahres 2018 drin. Alle vom Chapitz. Ja? Nee, so viel waren es nicht, aber schon ein paar. Nein, ist der vierte oder so? Oder der dritte? Ich weiß es nicht. Einmal wurden sie auch im Thema angezählt. Auch noch. Ja stimmt, die Wette, 10 Euro. Da sind noch drunter. Insofern läuft alles so gut für die Deutsche Bank, also für mich zumindest. Haben Sie ein Kindheitsproblem mit der Deutschen Bank? Überhaupt nicht, ich bin sogar Hat Kunde da. Ich bin sogar Kunde bei der Deutschen Bank. Und haben da die mal... Habe ich mir letztens eingeloggt. Hast du ein Trauma beim Weltspartag, als sie dein Sparschwein geschlachtet haben? Ich bin im Osten groß geworden und da gab es keine... Gab es kein Trauma. Doch, gab es auch, aber andere. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt letztens eingeloggt auf der Webseite, weil ich was überweisen musste mal wieder. Und scheußlich überweisen. Also dieses System, egal. Aber darum ging es mir gar nicht. Und dann sprang mich so eine Werbung an, Schluss mit dem Zinsfrust. Und ich dachte mir, wow, Schluss mit dem Zinsfrust, ganz großartig. Und man hat mir dann ein Kombiprodukt angeboten. Mhm. Und zwar ist es ein Kombiprodukt, da ging es darum, man muss 5.000 Euro anlegen. Und 50% soll auf ein Festgeldkonto kommen, wo man 2% Rendite bekommt und die restlichen 50% in einen Investmentfonds. Und da habe ich mir gedacht, so okay, 2% klingt ja schon mal nicht so schlecht in Zeiten, wo man 0% bekommt. Aber wenn du anguckst, die zweite Komponente, du musst 50% des Anlagebetrags in den Investmentfonds stecken, da zahlst du einen Ausgabeaufschlag von 5% teilweise. Du zahlst dir also über den Ausgabeaufschlag automatisch
deine eigene Verzinsung und bist dann, hängst dann in so einem Fonds drin. Eigentlich geht es nichts anderes, nicht, dass die Leute jetzt gelockt werden können mit tollen Zinsen, sondern die Leute werden mit hohen Zinsen gelockt und dann in einfach einen Investmentfonds reingezerrt. Und das ist einfach in meinen Augen so ein Kombiprodukt, was Schluss mit dem Zinsfrust, da wird aus Zinsfrust dann Gebührenfrust und dann ist am Ende wirklich niemandem geholfen damit. Und deswegen würde ich einfach sagen, ja, mein Bär der Woche für dieses wunderbare Kombiprodukt der Deutschen Bank, was nicht so wunderbar ist. Das ist wirklich frustrierend. Ja. Weil wenn du denkst, und du musst auch in die Filiale dafür gehen, also du konntest es noch nicht mal im Internet abschließen. Und ich stelle mir vor, ich gehe in die Filiale, denke, ich werde richtig gut beraten und dann kriege ich dieses Produkt, ein teurer Investmentfonds, wo ich meine eigenen Zinsen zahle, das ist doch, und dann gehe ich doch raus und denke mir so, Aber und das Moment, soll das Geschäftsmodell sein? Aber die Zinsen kriegst du ja jährlich. Nein, ich kriege die Zinsen nur ein halbes Jahr. Ach, nur ein halbes Jahr? Das Frustrierende ist, ich kriege die Zins von 2% nur ein halbes Jahr. Und danach, das wäre okay. Es ist nur für ein halbes Jahr. Und wenn ich das dann liegen lasse, das Geld, wird danach das Geld verzinst, wie alles Geld verzinst wird, mit null. Und meine Fonds habe ich dann trotzdem noch. Und das ist einfach völlig frustrierend. Und ich sage dir, dieses Produkt, dafür gehst du in die Bankfiliale, lässt dich dann vom Bankberater beraten und hast dann dieses Ding. Und deswegen. Das ist problematisch, in der Tat. Ein Bär der Woche. Ja. Zu Recht. Es ist jetzt kein Betrug, aber es ist einfach wirklich, es ist einfach, du gehst frustriert da raus, wenn du weißt, wie du es eigentlich machen könntest. Hm. Tja, gut. Okay, soweit also der Bär der Woche für diverse Anlageprodukte. Jetzt haben wir unsere Rubriken, jetzt müssen wir noch unsere... Unsere Themen haben wir auch noch, ja, da darfst du auch anfangen. Passt ja auch zur Großwetterlage und wir haben ja eingangs schon über die Herbststürme an den Börsen, die leider gar nicht aufhören wollen, zu meinem Verdrusse. Zu deinem Verdrusse. Ich habe heute schon an dem Kollegen aus der Wetterredaktion noch den Psalm 23 zugerufen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dietmar, ja, man muss sich manchmal trösten, man braucht Worte des Trostes in diesen dunklen Zeiten. Ja. Alles schön, okay. An den Börsen und dann also, die Hoffnung, dass es wieder heller wird. Kommen jetzt alle zum Börsenprediger, Deppner und Fakten, lassen sich trösten mit solchen wunderbaren Durchhalteparolen. Das ist schön, das gefällt mir. Aber es geht ja auch wirklich um handfeste Probleme an den Märkten. Und eins davon, darüber werden wir jetzt reden, nämlich über die Gewinnwarnung. Und die laufende Berichtssaison liest sich ja wie so eine ganze Serie von Pleiten, Pech und Pannen. Und auch immer mehr deutsche Unternehmen müssen ihre Gewinnprognosen kippen. Und für mich, und das ist meine These, ist es ein untrügliches Zeichen, dass jetzt wirklich A, der Bullenmarkt in den Märkten vorbei ist und B, auch die konjunkturelle Lage, dass wir das hoch gesehen haben und jetzt so langsam in den Abschwung reinlaufen und vielleicht 2019, 2020 die nächste Rezession kommt. Und was an den Gewinnwarnungen nämlich überraschend ist, und das ist, es handelt sich nie nur um einzelne Unternehmen, also klar, bei Daimler haben wir schon die zweite Gewinnwarnung, da kann man auch sagen, ah, das ist die Autokonjunktur, beziehungsweise das ist die Dieselkrise, das sind hausgemachte Sachen, aber es betrifft halt sämtliche Branchen und querbeet alle Unternehmen. Und daran sieht man, dass es nicht ein Einzelfenomen ist, sondern dass es ein grundlegend größeres Problem ist. Und Daimler hat ja schon genannt, FMC hatten wir beispielsweise. Die haben dann gesagt, oh, das ist ja eigentlich Fresenius Medical Care. Deren Aktie ist um 17% an dem Tag eingebrochen. Und da ging's, und man fragt sich so, krank werden die Leute doch immer, was ist da los? Oder wir hatten beispielsweise Heidelberg Zement. Da hieß es dann, oh, schlechtes Wetter in Amerika und höhere Energiekosten. SAP, ThyssenKrupp hat gewarnt, der Rhein hat nicht so viel Wasser, deswegen ist das ein Problem. Dann hatten wir Wirecard, die haben gesagt, ah, Unsicherheit wegen Kooperationen zwischen Google Pay und PayPal. Wir hatten Volkswagen, oh, die warnten wegen der Audi-Strafen. Dann hatten wir in der zweiten Reihe Seconomy. Vielleicht kennst du auch den Laden. Das ist Mediamarkt Saturn. Die haben die zweite Gewinnwarnung in 3 Wochen abgegeben. Also man sieht auch, selbst die Binnenkonjunktur scheint nicht so stabil zu sein. Da hieß es dann, naja, das hat der heiße Sommer, da sind die Leute halt nicht zum Mediamarkt gegangen. Und der Versicherer Talangs hat gewarnt. Also alle Zahlen sind schrecklich. Und wenn man sich mal anguckt, warum sind die so schrecklich, dann habe ich mir mal angeguckt, wo machen die Unternehmen eigentlich ihre Gewinne? Und da fällt halt auf, dass sie die nicht nur im Inland machen, sondern einen Großteil der Gewinne beispielsweise beim DAX kommen 4% aus UK, klar, also Großbritannien. Wenn jetzt der Brexit ist, da kann man sicher sein, dass das nicht mehr so gut laufen wird. Dann hatten wir Amerika 21% der Gewinne, da ist die Unsicherheit mit Zöllen etc. Dann haben wir 21% Schwellenländer und 7% China. Und wenn man da sieht, wie da die Währungen abgekippt sind und wie da die Konjunktur auch einbricht, in der Türkei beispielsweise, dann kann man sich vorstellen, da kann man nicht mehr so viel verdienen. Das ist genauso auch in der zweiten Reihe beim MDAX, da sind die Zahlen nicht viel anders. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie die Analystenschätzungen sind. Von 30 DAX-Unternehmen sind
bei 19 Unternehmen zuletzt die Gewinnerwartung runtergenommen worden. Und für mich ein untrügliches Zeichen, da gibt es nichts zu beschönigen, sondern der Bullenmarkt ist vorbei, Defner. Das sind auf jeden Fall starke Argumente, muss ich dann in der Tat dir einräumen und zugestehen, weil es ist in der Tat so, dass immer, wenn dann Gewinnwarnungen und nachhaltige Gewinnrezessionen bei Firmen stattfinden, dass es dann ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass auch eine Rezession kommt. Aber die Frage ist natürlich eben, ist es jetzt wirklich ein ganz großer Trend, den Holger hier beschreibt, oder sind es doch einfach eine unglückliche sozusagen Aneinanderreihung von vielen, vielen Sonderfaktoren? Und du hast ja schon ein paar auch genannt, die natürlich auch von den Unternehmen genannt worden sind. Du sagst es Ausreden, aber es sind sicherlich einfach Sachen, die dann einfach unglücklicherweise da reingeschlagen haben. Zum Beispiel eben schon im Einzelhandel in Deutschland, das hat ja nicht nur das Economy getroffen, sondern auch Zalando oder auch andere Bekleidungsgeschäfte, dieser absolut heiße Sommer. Da will man einfach nicht einkaufen gehen, da legt man sich an den Strand, da braucht man auch nicht viel zum Anziehen. So, das belastet dann die Autobauer, wurden nicht nur durch die Dieselaffäre und durch den Zollstreit belastet, was natürlich schon mal große Sonderfaktoren sind, sondern auch noch durch den neuen europaweiten Abgastest WLTP. Der sorgt ja offenbar wirklich für ganz, ganz große Staus bei den Neuzulassungen. Und das hat sogar schon der Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, dass davon insgesamt das BIP in Deutschland belastet wird. Drittes Quartal, kein Wachstum bremst mehr. Bremst total aus wegen eines Abgastests. Aber da muss man sich ja keine Sorgen machen. Das verschiebt ja nur sozusagen dann Zulassungen ins nächste Quartal, wenn es hier mal so einen Flaschenhals gibt, durch die man dann nicht so schnell durchkommt. Davon lässt sich ja keiner abhalten, ein neues Auto zu kaufen, sondern es wird dann einfach noch mal ein paar Monate nach hinten verschoben. Fresenius Medical Care hat, die haben zum Beispiel in der Tat Probleme mit dem Argentinien-Geschäft. Ja? Das muss man einräumen. Da haben die Schwellenländer zu Buche geschlagen. Aber auch in Amerika waren da auch ein paar Probleme bei FMC. Und ja, Fresenius insgesamt als Mutterkonzern, habe ich jetzt auch keine Ausrede, aber Heidel Zement, der Wetterkapriolen in den USA zum Anfang des Jahres können natürlich schon da größere Baustellen beeinträchtigen, ist ja keine Frage. Also hier und dort gibt es schon vieles und SAP zum Beispiel hat ja zum Beispiel die Prognose erhöht fürs Gesamtjahr. Und wurde trotzdem abgestraft, vor allem weil ich habe ja mit dem Finanzvorstand da gesprochen letzte Woche, die Profitabilität hat halt etwas enttäuscht, ja, und sozusagen der Gewinn hat etwas unter den Analystenschätzungen gelegen, aber das SAP sagt ja immer, das liegt daran, dass wir eigentlich mit unserem Cloud-Modell so erfolgreich sind, weil das ja dann andere Bezahlmodelle sind. Bei der Cloud geht man ja dann auf ein Abo-Modell und nicht mehr auf Einmalbezahlungen und dann hast du natürlich nicht so viele Gewinne, die du verbuchen kannst, aber eigentlich langfristig ist das ja eher was in dein Wachstum und auch in dein Gewinnwachstum einzahlt. Also, ich würde mal sagen, es sind schon durchaus dunkle Wolken am Unternehmensgewinnhimmel, aber es ist nicht die große Wetterwende und ist nicht so, dass wir bloß, weil wir jetzt mal im Sommer hier ein paar dunkle Wolken haben, jetzt gleich der Winter ausgerufen aber werden warum? Muss. Es gibt jetzt schon einzelne Unternehmen, die fangen jetzt auch an, Beschäftigung abzubauen. Deutsche Börse beispielsweise, 350 Jobs wollen gestrichen werden. Wenn Unternehmen damit anfangen, dass sie sagen, wir müssen wieder profitabler werden, müssen Speck abbauen, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass man sich für schlechtere Zeiten wappnet. Und für mich ist das ein untrügliches Zeichen, dass es nicht was Vorübergehendes ist. Dann würdest du keine Jobs abbauen, nicht in der Lage, wo du keine neuen Jobs wieder bekommst. Keine Ahnung, deutsche Börse habe ich mir nicht angeschaut, aber Unternehmen bauen immer versuchen, immer sich besser aufzustellen. Und wenn gerade eine Börse mehr automatisieren kann, dann wird sie das auch tun. Und dann macht es Sinn, ja, also im Sinne der kaufmännischen Wettbewerbsfähigkeit. Aber ein Problem, was wir jetzt aussehen müssen, wenn die Profitabilität der Unternehmen ein bisschen nachlässt, wir hatten ja höhere Löhne, wir haben höhere Energiekosten, das kommt ja jetzt alles, oder wir haben niedrigere Währungen in den Schwellenländern. Wenn das alles dazukommt, dann hast du das Problem, dass die Bewertungen, von denen wir immer gesprochen haben, die Bewertungen sind so günstig, es wird ja immer geguckt, wie ist der Kurs, wie sind die Gewinne, und wenn die Gewinne jetzt nicht mehr so hoch sind, wie wir gedacht haben, dass sie sind, dann sind die Bewertungen nicht mehr so günstig und dann ist auch vorbei mit dem dem Bullenmarkt. Ja, aber die Bewertung liegt ja dann auch am Börsenkurs und das ist ja ein ganz entscheidender Faktor, dass die Börse in ihrer ganzen Panik jetzt schon sehr viel mehr eingepreist hat, als jetzt tatsächlich teilweise, gut, bei manchen gibt es Überraschungen, wie bei Fresenius, muss man ganz, ganz klar sagen, da hat keiner mitgerechnet, aber insgesamt im Trend hat ja der DAX eben schon 17% eingebüßt seit den Hochs im Januar und trotzdem wird ja damit gerechnet, dass die DAX-Unternehmen jetzt in diesem Jahr noch insgesamt rund 95 Milliarden Dollar verdienen. Das wäre dann ungefähr so viel wie im letzten Jahr. Und im letzten Jahr war das aber ein Rekordgewinn, der im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2016, um 50%
gestiegen ist, ja, und wir würden dieses sehr, sehr hohe Rekordniveau dann trotzdem halten, auch wenn wir jetzt vielleicht kein Gewinnwachstum, wie es der eine oder andere erwartet hatte, mehr hinkriegen in diesem Jahr. Und das wäre dann immer noch ein wahnsinnig hohes Rekordplateau, auf dem wir uns bewegen. Und dann ist eigentlich der DAX das unrecht abgestraft worden, weil der DAX jetzt auf zwei Jahrestiefs gefallen ist. Er ist auf den Stand von Herbst 2016 gefallen. Und nimmt diese Gewinnsteigerung von sozusagen von 2016 auf 2017 zurück und ist deswegen ja eben auch niedriger bewertet als eigentlich damals. Okay. Mit einem ich würde dir eine Wette anbieten. Ja, wetten wir. Ich würde dir die Wette anbieten und zwar würde ich die Wette anbieten, dass die DAX-Gewinne in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr fallen werden. Okay. Also nicht auf dem gleichen Niveau bleiben, sondern fallen werden. Gut, das ist doch mal eine klare Wette. Klare Wette. Ja, also wenn sie also auf dem gleichen Niveau bleiben, Milliarden, hast du gewonnen. Und wenn sie niedriger sind, 94,99, dann... Okay, diese Wette können wir natürlich noch nicht am 31.12. auflösen. Ne? Die müssen wir dann machen wir dann einen Verlustvortrag sozusagen. Genau. Verlustvortrag, sehr schön. Der im Falle von Herrn Schäpitz. Ja, gut. Wie auch immer. Ein Vortrag, ja? Also, ja, okay. Dann schreiben es die können wir wahrscheinlich erst im April machen, weil dann die Jahresergebnisse erst raus sind und dann kann man den Stift spitzen und nachrechnen. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Genau. Wir hatten es ja vorhin schon angekündigt, Deutschland, das innovativste Land der Welt. Deutschland ist Weltmeister! Der Innovation, genau. Und der Defner wird uns erzählen, warum ich das so ist. Einfach ich mein Thema wissen. Selber. Yes. Ja. Also, ich finde das spannend zu wissen. Ja. Ja, bitte. Erklär es uns. Du weißt es ja auch schon. Du hast ja die Studie selber gelesen und darüber berichtet. Aber ich wollte es einfach nochmal dem breiten Publikum auch erläutern. Und ich finde einfach, dass es wert ist, auch solche positiven Nachrichten einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Auch wenn in Deutschland dann sofort wieder alle schreien: Wie kann das sein? Nein, das kann doch nicht sein. Nein, wir doch nicht. Nein, wir sind doch so schlecht. Oh Gott, Gott. Gleich wieder sich aufs Haupt geißeln und die Peitsche rausholen. Nein, wir können es nicht sein. Nein, unser eigenes Gefühl. Ja. Nein, Deutschland ist Weltmeister in Sachen Innovationsfähigkeit und das hat jetzt das Weltwirtschaftsforum, das ja bekannt dafür ist, das Treffen in Davos auszurichten, aber sie bringen auch immer wieder Analysen und Studien heraus und jetzt haben sie einen großen Ländervergleich gemacht zur globalen Wettbewerbsfähigkeit, den globalen Wettbewerbsbericht 2018. Da werden noch viele verschiedene andere Facetten zur Wettbewerbsfähigkeit untersucht, aber eben als eine Säule eben auch die Innovationsfähigkeit und in diesem Bereich ist Deutschland jetzt in diesem Jahr die Nummer 1. Vor den USA sind wir dort gelandet und es wird danach bewertet nach der Zahl der angemeldeten Patente, nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen, also nach der Stärke der Forschung sozusagen, die es an unseren Universitäten gibt und nach der Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten. Und so schreibt das WEF dann, das feuert die Unternehmen dann immer wieder zu Verbesserungen und Erneuerungen an. Und eben ist nur einer von 12 Pfeilern diese Wettbewerbsfähigkeit. Im Gesamtranking dieser Wettbewerbsfähigkeit der Länder landet Deutschland hinter den USA und Singapur immerhin auf Platz 3. Und ich finde, das kann man jetzt einfach mal festhalten und einfach mal sagen, basta, das hat das Weltwirtschaftsforum festgestellt. Wir können uns auch mal auf die Schultern klopfen und sagen, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir manchmal von uns denken, sondern wir haben vieles und wir haben Potenzial, auch neue Herausforderungen mit dieser Innovationsfähigkeit, die wir haben, zu bewältigen. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen, wir müssen auch nicht vor der Zukunft fürchten, vor der künstlichen Intelligenz, vor den Roboterautos. Wir sind mit dabei und mischen mit und wir können diese Zukunft selbst gestalten und den Fortschritt selbst durch unsere Innovationsfähigkeit mitgestalten und uns mitwandeln. So, jetzt kommt die Gegenrede jetzt von Schäpitz. Jetzt kommt die Gegenrede von Schäpitz. Ich müsste ja eigentlich nur, ich habe ja da über diesen Bericht geschrieben, ich finde es ja wunderbar, dass du immer meine Berichte liest. Ich habe es auch vorher schon gelesen in den Agenturen. Das ist wunderschön. Da war sachlich dann nur erstmal die Meldung gebracht und nicht gleich, warum es nicht sein kann, was nicht sein darf. Nein. Ich habe nur geschrieben, ich habe nur meine Verwunderung darüber kundgetan und auch 470 Leserkommentare. Es gab 470 Leserkommentare zu dieser Geschichte und auch die haben gesagt, oh, Deutschland wäre vielleicht in neuen Steuererfindungen oder in neuen Regeln wären wir vielleicht Innovationsweltmeister, aber sicherlich nicht in wirklichen Innovationen. Wir sind weder dabei bei der Elektromobilität, du hast es ja selbst erzählt. Das ist mein Thema. Ja. Da sehen wir ja gerade, wie die Autoindustrie den Bach runtergeht und auch sonst haben wir kein großes Unternehmen, jetzt wirst du wieder sagen, Rocket Internet, aber das alleine, das ist kein großes, wirklich großes Digitalunternehmen, wo wir wirklich was mitmachen können. Digitalisierung war ja nochmal ein extra Kapitel in der Studie auch, da waren wir auch nicht so gut. Und in allen anderen Rankings, die gibt, es wird Deutschland nach unten durchgereicht. Da gibt es beispielsweise das IMD-Ranking, das ist auch eine Schweizer Business School. Da sind wir nur noch Platz 15. Was heißt das IMD?
IMD, oh, weiß ich, ah, Institut für, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Management. Ja, okay, von der IMD, okay. Es ist in ich glaube, Lausanne. Nein, ich dachte, wie das Ranking heißt. IMD, das ist IMD-Ranking. Das heißt okay, so. Okay, okay. Ja, das okay. Sind nur Platz 15. Okay, ja. Und dann gibt es den Doing Business Report von der Weltbank, da sind wir sogar nur noch mal Platz 20. Und dann, wenn man sich das mal anguckt, ein Unternehmen in Deutschland zu starten, da sind wir auf Platz 113. Aber da geht es ja um Gesamte. Ja, aber es geht doch darum, wenn du innovativ sein willst, musst du ja auch ein neues Unternehmen mal starten können. Da sind wir Platz 113. Dann musst du auch eine Finanzierung dafür bekommen. Da sind wir auf Platz 42. Dann das musst hat du auch nichts mit Innovation und das Einzige, zu tun. Wo wir, das Einzige, wo wir gut drin sind, in diesem Doing Business, bei der Abwicklung von insolventen Unternehmen. Da sind wir Platz 4. Aber das hat nun wirklich auch nichts mit Innovation zu tun. Das kannst du natürlich sagen, das ist die schumpetersche Innovationssache. Aber das ist doch nichts. Und das Zweite, was mich wirklich irritiert hat, das WEF hat ja schon mal im Dezember 2016 ein Innovationsranking rausgegeben. Und da war Deutschland irgendwie Platz 24. Und da stand dann damals drin, dass gerade mal jeder 20. Bundesbürger in einem neu gegründeten Unternehmen arbeitet, lediglich 3,5% der arbeitenden Bevölkerung in Betrieben und Konzernen beschäftigt sind, wo neue Produkte oder neue Ideen kreiert oder entwickelt werden. Und das alles zusammen hat mich wirklich dazu gebracht, wie kann es sein, dass wir da hinkommen? Und wenn du die digitale Infrastruktur dir in Deutschland anguckst, da sind wir unter ferner Liefen bei allen anderen Sachen. Und ich habe mich auch gefragt, wie können wir da hinkommen? Und jetzt, was schönreden bringt ja nichts. Bin ich auch absolut dagegen. Also wir haben ein einziges Digitalunternehmen, was so ein bisschen mitspielen kann in den größten 100 Unternehmen der Welt, das ist SAP. Aber sonst haben wir nichts im Angebot. Nichts. Und wie wir da Innovationsführer sein wollen, das ist einfach das Verständnis von Innovationsfähigkeit eben, dass nicht nur digitales Innovation ist, sondern dass es die Innovation eben auch da draußen gibt. Und ich war gerade an dem Tag, als die Studie rauskam, abends noch bei einer Diskussion hier bei Axel Springer oben im Journalistenclub und da war zum Beispiel eben auch ein Vertreter aus der Forschung da, der hat natürlich auch gesagt, okay, wissenschaftlich könnte es möglicherweise Zweifel geben an dieser Studie, aber es war auch ein Unternehmensberater von Kienbaum da, der sagt, meine Kunden, die sitzen da draußen im flachen Land, in der Eifel, wo auch immer, ja, und da sitzen die Global, die Hidden Champions, die globalen Champions Deutschlands, die Weltmarktführer in ihren kleinen Nischen und das ist der deutsche Mittelstand und den sieht man einfach nicht, über den wird nicht ständig in der Presse berichtet, wie über Amazon oder die großen digitalen Unternehmen aus den USA. Aber da liegt die Innovationsfähigkeit Deutschlands begraben. Also gerade in den vielen, vielen kleinen Firmen. Und da werden neue Patente eben, die Zahl der Patente spielt ja mit rein. Da werden Patente entwickelt. Da werden sozusagen Dinge verbessert, Produkte verbessert. Ja, ich meine, Tesla hat eine Automationsstraße aus Deutschland gekauft, um sozusagen seine Autos dann maschinell herstellen zu lassen. Das haben sie irgendwo anders nicht gefunden, sondern die Maschinen und all das, da ist vieles da, was eben Know-how ist und was eben in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Wir nehmen halt wahr, wenn mal im Zug das Handy wieder nicht funktioniert und sagen, hallo, aber das hat ja nichts mit Innovationsfähigkeit zu tun, ob da jetzt ein Mast mehr oder weniger steht. Ja, da ist sicherlich viel zu tun, auch, aber da geht ja auch einiges voran, aber das sind alles keine Themen, die Innovationsfähigkeit betreffen, also Breitbandversorgung und dergleichen und so fort. Ja, das sind natürlich Schwachstellen, die gilt es zu verbessern, aber einfach zu sagen, und in der Forschung kann ich jetzt auch nicht so beurteilen, aber offenbar ist es so, wenn hier Forschungsergebnisse ausgewertet werden, dass wir da auch ziemlich führend sind. Bei der Diskussion war übrigens auch der Meister dabei aus dem Forschungsministerium, der gesagt hat, ja, in der Forschung sind wir spitze. Wir haben allerdings in der Tat in Deutschland noch das Problem, die Forschung auf die Straße zu bringen. Natürlich aus Forschungsergebnissen Innovation zu machen. Die andere machen dann möglicherweise die Innovation. Innovation, ja, weil wir in Deutschland immer bis zuletzt, bis das kleinste Detail ausgetüftelt wird, weil wir zu perfekt sind. Das stimmt. Und die Angelsachsen sagen, auch wenn ich die Hälfte schon mal habe, dann soll der Kunde gefälligst gucken, wo die Fehler sind und dann das machen wir richtig. Das schon mal. Das machen auch die Chinesen zum Beispiel. Und das können wir. Ja. Die warten bis 10% irgendwie funktioniert. Aber insofern... Das stimmt, da hast du ja recht. Ja. Insofern können wir auch gar nicht innovationsfähig. Aber lass uns wetten. Wir müssen wetten. Aber wie gesagt, es gibt auch Grund zum Optimismus in Deutschland. Lass uns wetten. Du hast ja die andere Studie genannt. Eigentlich muss ich ja die Wette vorschlagen, ist ja mein Thema, aber ich würde mal sagen, dass wir auch in anderen Studien da besser abschneiden vielleicht in diesem Jahr als zuletzt. Doing Business Report. In 8 Tagen kommt er raus. In acht Tagen kommt er raus. Und wir waren Platz 20. Und wenn wir über Platz 20 liegen in 8 Tagen, dann hat der Defner gewonnen. Obwohl es da um mehr als nur Innovationsfähigkeit geht, muss man sagen. Ja, aber da geht es darum, wie ich Geschäfte in Deutschland machen kann. Das ist schon nicht so unwichtig. Genau, da würde die Innovationsfähigkeit schon auch mit reinspielen. Und ich sage auch mal, dass man
da vielleicht besser geworden ist. Okay, okay. Klare Wette. Ja, gut. Wir sagen nochmal, wir beantworten Fragen. Haben wir eingangs erwähnt, brauchen genau, wir nicht mehr wiederholen. Genau, im nächsten Podcast. Also wer Podcast. Fragen hat, vielleicht ja, noch bis, Fragen. Bis Freitag einreichen bitte, bis weil Freitag. Wir zeichnen dann Freitag schon auf, weil Kollege Chapitz fährt in die Herbstferien. Ja. Unter diesem wunderbaren Hashtag Defner und Chapitz. Ja, wie anfangs genannt. Und ja, bleiben Sie uns treu ansonsten. Wir bleiben auf jeden Fall Bulle, auch wenn es stürmisch wird. Und Bär? Der seinen Bärenmarkt hat momentan. Ja. Sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner und Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Businesshotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.